Jetzt ist also fertig gebaut, vom Prototyp jetzt zur endgültigen Fertigstellung. Ein Buzzer für ungefähr 30 Leute. Ich habe jetzt mal für 5 gebaut, also 5 Taster. Wird über ein USB-Kabel angeschlossen. Bitteschön. Ich brauche dazu ein Programm, das sich Auto-Hotkey nennt. Ich zeige es euch mal. Wenn ich jetzt hier einen Doppelklick drauf mache, dann öffnet sich hier ein kleines Symbol und das bedeutet, jetzt ist es aktiviert. Wenn ich jetzt einen dieser Tasten drücke, zum Beispiel mal die 1, erscheint ein Feld, wo drauf steht, Gruppe 1 hat zuerst gedrückt. Alle anderen Taster sind in der Zeit deaktiviert, also ist immer klar, wer zuerst gedrückt hat. Über die Taste B der Tastatur beende ich das Fenster und öffnet sich wieder ein Fenster. Über B deaktiviere ich. Und so kann ich das schön durchgehen. Also eine tolle Sache. Der Trick bei dem, bei diesem Buzzer ist, ich habe hier eine, sieht man vielleicht nicht so gut, eine Tastatur zerlegt und habe an die Kontakte der Tastatur Krokodilklemmen angeschlossen und die erste Tastatur dann eben mit USB verbunden. Also eine ganz feine Sache für 30 Personen, je nachdem wie viel ihr wollt. Wie funktioniert das Ganze? Auto-Hotkey kann man kostenlos runterladen und damit kann man Tasten der Tastatur neu definieren. Ich öffne das mal, Edit Script und man sieht es jetzt hier, ja man sieht, dieses Doppelpunkt Run bedeutet, wenn ich diese Taste drücke, dann passiert was. User, Ronny, Desktop, Buzzer-Datei 1 wird geöffnet. Diese Datei liegt hier und die kann ich jetzt auch mal öffnen. Edit Script. Jetzt sieht man, was hier passiert. Dieses Textfeld erscheint, Gruppe 1 hat zuerst gedrückt und gleichzeitig mit Suspend sperrt man Tasten. Das heißt, gleichzeitig sind alle anderen Tasten gesperrt. Das heißt, kein anderer kann drücken. Mit B, Exit App, bedeutet, damit verlasse ich das Ganze. So kommt es also zustande. Eine ganz feine Sache. Alles in allem würde ich sagen, eine billige Tastatur kriegt man für 8 Euro, reicht völlig. Jeder Taster hier kostet circa 1,50, ihr ein bisschen Gute nehmen, plus Kabel und alles drum und dran, kommt ihr hier für 30 Euro zu einem super Buzzer, der nachher vor allem für ungefähr 20 Personen funktioniert. Viel Spaß beim Nachschauen, besucht mich auch auf www.kreativekiste.de.